Dieses Modell ist ein nach innen und außen unendlich drehbares Kaleidozykel und verdeutlicht die Gedanken des um 540 vor Christi geborenen Heraklit, der in der Tradition der ionischen Naturphilosophie steht. Es wäre ein Fehler zu sagen, er hätte nur die Luft des Anaximenes oder das Wasser des Tales durch das Feuer ersetzt. Für Heraklit ist das Feuer mehr als nur ein Grundstoff. Es ist Seele und Vernunft der Welt. Eine Entstehung der Welt kennt er nicht, denn für ihn ist die Welt ewig. Sie war immer, ist und wird sein. Feuer, ewig lebendig, nach Maßen entflammend und nach denselben Maßen erlöschend. Zwar ist die Welt ewig, aber alle Dinge sind der ständigen Veränderung und Bewegung unterworfen. Denn alles, was ist, schlägt irgendwann um in sein Gegenteil. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Und der Streit ist der Vater aller Dinge, sind berühmte Zitate von Heraklit. Ebenso beobachtet Heraklit die Relativität der Sinneswahrnehmung und der Eigenschaften. Meer, das sauberste und zugleich das verfaulteste Wasser. Für Fische trinkbar und lebenserhaltend, für Menschen nicht trinkbar und tödlich. Unser Modell zeigt das Umschlagen der Gegensätze ineinander. Von der einen Seite gesehen wandelt sich Leben in Tod, Tag in Nacht, Schlafen in Wachen, vieles in eines. Von der anderen Seite wird uns das folgende Wort Heraklits vor Augen gestellt. Für Seelen bedeutet es Tod, dass Wasser entsteht, für Wasser Tod, dass Erde entsteht. Aus Erde entsteht Wasser, aus Wasser Seele, also Feuer. Heraklit wurde schon im Altertum als der Dunkle bezeichnet. Selbst Aristoteles klagte über die Schwierigkeiten, die der Satzbau seiner Werke dem Leser bereitet. Als Nachkomme der Stadtkönige lebte er in Ephesos und griff mehrfach in die Geschichte seiner Heimat ein, überließ das Amt des Priesterkönigs jedoch seinem Bruder. Er verstarb um 480 vor Christi.